Zurück zu Skyrim und wir sind hier in den Katakomben von Potema höchst selbst und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Und zack, da sind wir durch. So, hier nehmen wir natürlich alles mit, weil wir werden auf jeden Fall nicht mehr hier zurückkehren. Hört der auch mal auf zu drehen oder... Hier könnte ich alchemieren, das ist ja unfassbar. Da ist ein Schleifstein. Oh, Potemas Refugium. Ja, da kann man schon mal ein bisschen weiter. Ich bin weg. Na wohl, das kann ruhig aufbleiben. Hat er mich schon gesehen? Scheint auf jeden Fall stark zu sein. Warum drücke ich eigentlich immer falsch? Ich will die 1 drücken. Ah, so trainiert man ein bisschen Blocken. So, wir gehen jetzt wieder weiter. Bogen ausgerüstet. Der war hier, der hat da bestimmt einfach gelegen oder so. Und wisst ihr was, ich schalte mal hier die Ratte in der Klemme mal ab. Das verwirrt mich so ein bisschen, dass hier so 2 Questpfeile sind. Und dann weiß ich nicht immer direkt, wie ich jetzt gehen muss. Oh mein Gott! Warum die Vampire eigentlich? Naja, nicht ganz perfekt gestoppt, aber... Uah, Alter! Scheiß Seelensteine. Hier kann ich nochmal meine Schießkunst schön unter Beweis stellen. Aber es scheint nicht zu funktionieren. Es funktioniert nicht. Irgendwann sind sie all. Irgendwann sind sie all. Ah, ah, ah. Hier wird nicht nochmal geschossen. Wie kommen wir denn hier durch? Da ist eine Schatztruhe. Mann, ich will da hin. Verdammte Seelensteine. Und auch noch so platziert, dass ich erstmal nicht drankomme. Kann das sein, dass ich doch getroffen habe, nur das Ding ist nicht runtergefallen? Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob die Pfeile in den Seelenstein gesteckt haben oder nicht. Weiß ich nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, ich gebe es jetzt so. Ach du Scheiße! Was ist das für ein Trauger da hinten? Weil der Helm gefällt mir gar nicht. Ein Trauger Todesfürst! Nein, 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 weg hier, weg hier, weg hier. Was? Ein Trauger Todesfürst? Ihr seid krank! Nein! Da mache ich nicht mit. Ein Trauger Todesfürst. Diese Viecher sind die stärksten Trauger. Also es gibt noch. Also es. Und der hat Entwaffnen als Schrei. Oh, der macht Damage! Oh shit! Nein! Also es gibt Trauger Todesfürsten und die höheren Trauger Todesfürsten. Die höheren Trauger Todesfürsten sind die stärksten. Und wir haben es hier mit einem Todesfürst zu tun. Das heißt, es ist die zweitstärkste Art der Trauger. Und der hat eine Ebenerzaxt dabei.
Leute, das schaffen wir nicht. Der killt uns jetzt. Ich wette da mein Arsch drauf, dass er mich erledigt jetzt. Komm, konzentrieren. Und wir haben ihn. Eine Ebenerz-Kriegsaxt. Freunde, wenn wir jetzt das Ebenerz-Schwert hätten, das wäre auf jeden Fall stärker wie unser Krummsäbel hier. Auf jeden Fall viel, viel stärker. Boah, Moment. Ich muss da... Moment jetzt mal, halt. Gut. Hockt da ein Todesfürst. Das passt mir gar nicht. Ich setze mal hier ein Quicksave. Unser erster trauriger Todesfürst. Und wie gesagt, ihr habt gesehen, wie viel Damage der macht. Und wenn wir es dann mit einem höheren noch zu tun bekommen, dann ist Schluss. Irgendwas ist da draußen. Nö, ich gehe wieder. Hier ist niemand. Vampir-Nebelläufer. Ich wusste, dass ich sterbliches Blut gewittert habe. Ach, und du bist nicht sterblich, oder was? Alter, die macht aber auch ganz schön Schaden. Und ich frag mich, warum ich gerade eben nicht getroffen habe. Nehme ich nicht mit. Habe ich mich infiziert? Warum sind denn hier nur Vampire? Unterwegs. Hier sind nur Vampire, Leute. Vampire, Vampire, Vampire. Nichts anderes außer Vampire. Und das ist so ungewöhnlich. Ich kenne das gar nicht. Ach so, wir müssen da entlang. Warte mal, da ist so noch... Noch ein bisschen Salz. Salz ist immer gut. Oh, der hat uns noch nicht gesehen. Außerdem sitzt dann Drauger. Kommt jetzt hierher. Ja, du Mistvieh, dann komm halt her. Los, Baby. Ich liebe dich. Tschüss. Goldene Rubinhalskette. So. Aber den habe ich gesehen. Drauger wischt. Mann, was mache ich denn da? Immer wenn ich die 1 drücken will, dann verkacke ich das irgendwie immer so ein bisschen. So, so wenig wie möglich einstecken. Noch ein Drauger. Oh ja, da sind ein paar Leichen. Nicht mehr weit. Kommt, Wölfchen. Dient mir im Tode. Was? Ah, da ist sie wieder. Wie bitte? Nein, oder? Nicht einmal meine Ruhe, oder? Nein.
Nicht ein einziges Mal. So, Vampir. Gib mir deine Sachen. Drauger, gib mir dein Geld. Nochmal ein Drauger und nochmal ein Drauger und noch mehr Drauger und noch mehr Drauger. Nee, das ist zu viel. Orkisches Schwert, ne. Oh, Geld, 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 damit ich das Haus in Einsamkeit kaufen kann. Also jetzt noch nicht, aber ich hätte es schon gern mal bald. Und ich sag's euch, ich kämpfe den Kampf gegen Potema. Und dort werden wir versagen. Und zwar mehrmals, das sage ich euch jetzt schon. Ruhloser Trauger haben wir schon. Traugerwicht haben wir schon. Traugerwicht ebenfalls. Da, den haben wir noch nicht. Der hat sogar 10 Gold dabei. Okay, komm, ich glaube, das war's. So, Leute, ist jetzt hier ein Quicksave. Ich würde sagen, sind wir bereit. Es wird nicht einfach werden. Ausdauer um 10 Punkte. Rüst dich aus. Dann habe ich Ausdauer plus 10 und Gesundheit plus 20. Also ich habe 210 Leben, ja? Jawohl. Schild ausgerüstet, 230, das ist noch dasselbe. Die Talentpunkte werde ich jetzt verteilen, ja? Die werde ich jetzt verteilen. Was haben wir hier? Ist mir Nougat wieder lernt. Ist mir auch Nougat wird gelernt. Loggen bleib ich mal. Dafür sind wir noch zu schlecht. Da brauchen wir 90 an 80 für und 100 für. Mit der Herstellung haben wir bald auch wieder trainiert. Da ist sie. Botema Quicksave. Ihr seid weit gekommen für einen Sterblichen, aber könnt ihr es mit meinem inneren Zirkel aufnehmen? Mal sehen. Seht ihr, da geht's schon los. Wir kriegen auf die Fresse. Wir kriegen hier höchstpersönlich die Fresse poliert. Ein trauriger Todesfürst. Er hat mich entwaffnet. Er hat mich entwaffnet, dieser Wichser. Rückzug, 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 Rückzug. Der hat mich entwaffnet. Ich hasse das über alles. Es gibt nichts Schlimmeres, als entwaffnet zu werden. Weil das ist saumächtig, wenn du entwaffnet werden kannst. Und vor allem,
Wenn du es dann noch mit so einem lästigen Trauger Todesfürsten zu tun bekommst, der dann richtig die Fresse poliert. Schon wieder! Das pisst mich an! Immer dieses Eils entwaffnen! Boah! Ich will diesen Schrei auch, weil der ist so unfair. Nein! So, jetzt müssen wir noch Bothema höchstpersönlich erkillen. Bothemas Überreste. Und tschüss. Und sie hatten Geister. Sie hatten ein Elfenschwert, hat die dabei. Des Donnerkeils. Und Ektoplasma. Und Bothemas Schädel. Ich glaube, Magierlicht kennen wir schon, oder? Ja, komm, weißt du was, das kannst du behalten. Ein Elfenschwert des Donnerkeils. Können wir leider nicht verbessern. No. Na, vielleicht kann ich es entzaubern. Jetzt haben wir mal ein Elfenschwert gefunden, aber es ist leider Gottes verzaubert. Und verzaubernde Sachen, die kann ich noch nicht verbessern. Dafür muss ich erst Schmiedekunst 60 haben und das habe ich halt nicht. So, nur das Nötigste mitnehmen. Und raus hier. Wir haben es also geschafft, Leute. Wir sind und haben Bothema besiegt. So, wo kommen wir denn jetzt eigentlich hin? Das ist die andere Frage. Ja, es war mir schon bewusst, dass wir hier nicht alleine gelassen werden noch. Ja, genau. Genau. Das mit den Favoriten ist bei mir echt eine Schwäche. Ist es einfach. Komm aufstehen, trauriger Geisel. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Kannst du ruhig bei dir behalten. Ja, und hier lag jetzt ein Helm und der ist jetzt weggeflogen. Ah ne, da liegt er doch. Eisenhelm. Ist aber nicht verzaubert. Keine Ahnung, warum der da lag. Und eine Elfenstreitaxt mit einer Truhe noch sogar. Und einen Untertrunk des Dingenskirchens. Ach du Scheiße, was? Wir sind hier? Wir sind hier so mitten, haben also Sicht. Okay. Wir gehen zur Verkäufer zurück. Wir reisen also zur Einsamkeit. Und jetzt wird erstmal verkauft. Es wird so hart verkauft. Bevor wir jetzt hier überhaupt mal was machen. Obwohl, nee, ist zu spät. Es hat ja gar keiner mehr auf. Es ist mal wieder Nacht, wie es immer halt so ist in Skyrim. Wenn man irgendwo in eine Großstadt wieder kommt und vorhat, was zu verkaufen, ist es erstmal Nacht. Das ist normal. Ich gucke jetzt nochmal kurz nach, ob ich soeben infiziert wurde mit Vampirismus, weil wir hatten es ja doch nochmal mit ein paar Stück zu tun. Aber nein, wir sind noch gut am Start. Und warum zum Teufel ist meine Wiederherstellung auf einmal wieder jetzt vorhanden? Mara Segen, Entschuldigung. Boah.
Entschuldigung. Habt ihr euch verlaufen? Nein, ich hab mich nicht verlaufen. Ihr seid zurückgekehrt. Ich hoffe, ihr wart erfolgreich. Ja, ich habe Potemas Überreste. Hervorragend. Diese Dinge gelingen doch immer irgendwie, sobald sie nur jemand in die Hand nimmt. Ich werde die Überreste reinigen. Falls Falk es nicht deutlich sagt, Einsamkeit schuldet euch großen Dank. Ich weiß. Apropos, wie sieht's denn hier eigentlich aus? Nee, komm, nee, 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 nee. Ich häng fest, so jetzt. Ich hab ich hab unglaubliche Zahnschmerzen, also das ist abnormal. Das habe ich schon seit Wochen. Das liegt an meinem Zahnfleisch. Ist keine Zahnfleischentzündung, aber ob das an den damaligen Weisheitszähnen liegt, die ich gezogen bekommen habe, ist ja noch nicht mal so lange her. Und seitdem ist das da an der rechten Seite oben, weit hinten ist das Zahnfleisch so locker. An dem letzten Zahn, an dem letzten Backenzahn ganz hinten. Und immer wenn ich meine Zähne putze, habe ich so ein Stück Zahnfleisch an der Zahnbürste dran. Das ist ganz ekelhaft, das tut so dermaßen weh. So. Habt ihr am Hofe etwas Geschäftliches zu erledigen? Ich habe mich um Potema gekümmert. Ihr habt heute eine große Tat vollbracht. Egal, wen man im Krieg unterstützt, Potema wäre eine große Plage für beide Seiten gewesen. Ohne euch wäre das eine Katastrophe geworden. Ich hätte Varnius warnenden Worten Gehör schenken sollen. Den Fehler mache ich nicht noch einmal. Hier ist euer Lohn. Der Jarl würde euch gern danken, aber Potemas Rückkehr sollte unbedingt geheim bleiben. Doch ich kann euch versichern, dass wir euch als einen Schutzengel von Einsamkeit betrachten. Beeilt euch. Ich habe wenig Geduld für banale Belange. Die Jarl will mit gewöhnlichen Angelegenheiten des Hofes nicht behelligt werden. Ja, ja. Mit solchen Anliegen kommt ihr gefälligst zu mir. Ach nee, ich sollte ja mit Elise für nochmal reden, ne? Da war ja was. Da war ja was. Ne, wir gehen nochmal rein. Vielleicht sprecht ihr uns auch nochmal darauf an. Es soll ja geheim bleiben, aber mal sehen. Vielleicht hat ihr ja doch noch irgendwas zu sagen. Wir haben 1250 Gold bekommen und das Schild von Einsamkeit. Was ist das? Anscheinend das Markenzeichen. Das ist dieses Schild hier, was die Wachen da haben. Und warum wurden wir gerade zur Seite geschoben? Das war nicht ich selbst. Naja, ist ja auch egal. Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Ja, ich weiß, dass es ein schöner Tag ist, wenn ich in der Nähe bin. Das ist so üblich. Jetzt erstmal Sachen verkaufen. Das mache ich aber offscreen, weil hier ist der Part auch schon zu Ende. Und ja, wir haben jetzt endgültig Potema besiegt. Das heißt für uns, wir gehen nach Rifthorn und machen doch endlich mal mit der Hauptquest weiter. Damit wir mal wieder das Wort Drachenblut und Alduin hören können. Und klingen, ne? Staffel 1, ihr wisst schon. Sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder bei Skyrim. Macht's gut, ciao.